Also am Anfang gehört die Kunst demjenigen, aber nur am Anfang, ja, in alter marxistischer Manier, der sie mit seiner Arbeitskraft produziert hat. Aber dann, mit der Donau gesprochen, wenn die Kunst das Atelier verlässt, ja, gehört sie der Menschheit. Ja. Aber dann haben wir eben darauf dann noch veraltete Urheberrechtsgesetze, die dafür sorgen, dass diese Kunst, die eigentlich der Allgemeinheit gehören sollte und allgemein zur Verfügung stehen müsste, ja, nicht ihr Ziel erreichen kann. Wenn Beuys gesagt hat, im 20. Jahrhundert, jeder Mensch ist ein Künstler, müssen wir heute sagen, ja, die Kunst ist da für jeden Menschen. Ja, und zwar barrierefrei.